AEG Haustechnik. AEG Wärmespeicher. Konfiguration der elektronischen Regelung. Einstellungen am Bedienteil. Halten Sie die Menütaste 3 Sekunden gedrückt. Es erscheint die Anzeige I1 im Display. Im Anschluss bestätigen Sie die Taste Minus, sodass im Display die Anzeige Code erscheint. Nachdem der Code 1000 eingestellt und bestätigt wurde, springt die Anzeige ins Konfigurationsmenü. Durch Drücken der Taste Plus wird durch das Parametermenü navigiert. Umstellung auf externen Raumtemperaturregler. Zur Umstellung von internen auf externen Regler stellen Sie den Parameter P6 von 0 auf 1. Wählen Sie den Parameter P6 aus und bestätigen Sie mit OK. Die Bedienung erfolgt direkt über das Display am Wärmespeicher. Werkseitig ist die Regelung auf internen Regler gestellt. Durch die Auswahl von 1 wird der externe Raumtemperaturregler angewählt. Die Ladegradanzeige 100% erscheint im Gerätedisplay. Die weitere Bedienung erfolgt ausschließlich über den externen Raumtemperaturregler. Beim Wärmespeicher kann dann nur noch der Ladegrad in 10er-Schritten von 0 bis 100% eingestellt werden. Zur Nutzung des integrierten Raumtemperaturreglers stellen Sie den Parameter P6 von 1 auf 0 und bestätigen Sie dies mit der OK-Taste. Die weitere Bedienung erfolgt dann direkt am Wärmespeicher. Lüftersteuerung. Werkseitig ist die Lüftersteuerung auf Proportionalregler eingestellt. Wird die Einstellung 0 im Parameter P7 gewählt, wird der interne Zweipunktregler aktiviert. Das heißt, der Lüfter wird bei Wärmebedarf ein- oder ausgeschaltet. Wird die Lüftersteuerung auf 1 gestellt, erfolgt die Wärmeabgabe proportional. Das heißt, bei hohem Wärmebedarf dreht der Lüfter schnell, bei geringerem Wärmebedarf entsprechend langsam. Absenken der Abschalttemperatur. Die Anschlussleistung kann im Parameter P8 auf 3 mögliche Stufen reduziert werden. 90%, 80%, 70%. Die Wärmeabgabe des Wärmespeichers wird entsprechend angepasst. Zusatzheizung. In der Einstellung P12 wird der Wert 0 angezeigt. Das heißt, keine Zusatzheizung ist installiert. Wird eine Zusatzheizung installiert, muss im Parameter P12 die Zusatzheizung aktiviert werden. Hierzu wird der Parameter P12 auf 1 eingestellt. Soll-Ladegrad. Im Parameter P14 ist der Ladegrad manuell einstellbar. Einstellung 1. Manueller Ladegrad. Einstellung 2. Ansteuerung über AC-Steuersignal. Einstellung 3. Ansteuerung über DC-Steuersignal. Bei der Einstellung 4 handelt es sich um eine selbstlernende Einstellung. Die C-Plus-Technologie steht dabei für eine vollautomatische Aufladung des Wärmespeichers nach dem aktuellen Wärmebedarf des Raumes. Niedertariffreigabe. Im Parameter P15 soll der Wärmespeicher die Freigabe zum Laden erhalten. Beim Wert 0 wird die Freigabe durch einen Schütz bei der Installation gesteuert. Beim Wert 1 wird die Freigabe durch ein LF-Signal gesteuert. Dieses stellt der Stromanbieter zur Verfügung. ED-System. Standardmäßig ist bei Neuanlagen überwiegend das ED-System auf 80% eingestellt. Bei Altanlagen kann das ED-System entsprechend der örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Dies erfolgt stufenlos, zum Beispiel auf 72, 46 oder 40%. Störverhalten. Bei der Einstellung des Parameters auf 1 im Parameter P18 wird im Störfall der Wärmespeicher aufgeladen, 100%, sodass die Wärme an den Raum abgegeben werden kann. Zweite Möglichkeit. Wird der Parameter auf 0 gesetzt, erfolgt keine Aufladung.
Das heißt, es kann keine Wärme an den Raum abgegeben werden. Werkseitig ist der Parameter P18 auf 1 eingestellt. Nach Beendigung der Programmierung wird die Menütaste bestätigt. Bei technischen Fragen zur Einstellung der AEG-Wärmespeicher wenden Sie sich bitte an unsere technische Beratung. AEG Haustechnik. Bei Ihnen zu Hause. Seit über 125 Jahren. www.aeg-haustechnik.de